willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur bei Marktführer MMOGA. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind hier auf dem Hauptaccount und ja, meine Stimme wird immer ein Ticken besser. Nee, eher nicht. Also ich nehme die Videos jetzt gerade ineinander auf und deswegen wird es wahrscheinlich eher schlechter. Nee, ihr seht hier schon, ist eine Niederlage hinzugekommen. Das könnte in den nächsten 4 Wochen noch ein paar Mal öfter passieren, dass Niederlagen kommen, ihr die Spiele aber gar nicht seht. Weil es sieht so aus, der eine Kollege aus Deutschland, der jetzt auch hier in Thailand ist, der spielt auch ganz gerne mal eine Runde FIFA. Und vorhin haben wir, bevor wir losgegangen sind, hatten wir nochmal so eine kleine Runde gespielt. Beziehungsweise er mit dem MLS-Team und ich glaube, er hat 4:0 verloren. Und ja, wir wollen jetzt auch spielen und zwar, ich werde aber immer aufpassen, dass wir nicht irgendwie absteigen, weil mit ich meine Spiele dann immer auf jeden Fall in der ersten Liga machen kann. Das heißt, da werde ich schon ein bisschen Acht geben. So, ja, ich würde sagen, wir testen als erstes unser Non-Red-Team, unser neues, oder? Hätte ich irgendwie Bock drauf. Packen wir mal schön alles voll. Und dann bin ich wirklich mal gespannt, wie sich die Jungs so schlagen. Fitness können wir eigentlich nur im Draxler mal eine geben. Brauche jetzt auch nicht unbedingt, aber bei 1400 Fitnesskarten kann man da mal ein Auge zudrücken. Ich bin wirklich gespannt, wie sich die Jungs spielen werden. Also wie schon gesagt, ich denke mal, wir werden anfangen mit Teampressing, hoher Druck und defensiv. Defensiv aus dem Grund, weil unsere beiden ZMs hoch Mittelarbeitsraten haben und das ist natürlich nicht ganz so pralle, wenn dann wirklich die Zentrale komplett verwaist sein sollte. Ich hoffe es jetzt aber mal nicht und ich meine, die beiden Jungs sind jetzt auch nicht die allerlangsamsten, sind jetzt auch keine Pacer, aber die können eigentlich relativ schnell wieder zurückkommen und ja, deswegen hoffe ich jetzt erstmal, dass wir mit der Taktik einigermaßen klarkommen werden. Ich hoffe mal, dass mit der Gegnersuche geht jetzt ein bisschen schneller hier. Micho 0412. Happy Birthday, dann komm mal rein, Schätzelein. Ich warte auf dich. Und dann kannst du mal die hoffentlich neuen Non-Rare-Biester begutachten. Ich bin ja eh mal gespannt, wie das dann in FIFA 15 wird. Ich hoffe innigst, dass Silber irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht. Auf der einen Seite ist es ja ganz gut, dass Silber nicht mehr so stark ist wie Gold. Ich meine, in FIFA 13 konntest du... Ja, wenn du eigentlich... Du musstest eigentlich nur ein pacyges Silber-Team bauen... Und ja, dann war es eigentlich schon gleich stark wie ein Gold-Team, muss man mal so sagen. Das heißt, es war eigentlich jeder Silberspieler in FIFA 13, der schnell war, war auch gleich OP. Das finde ich ist in FIFA 14 überhaupt nicht mehr der Fall. Also wir haben jetzt mittlerweile wirklich bestimmt so 10, 15 Silber-Squads haben wir sicherlich gebaut. Und da ging wirklich nur ein einziges Team ging wirklich nur ab. Die restlichen Teams alle kam ich nicht mit klar. Ich meine, natürlich ist das auch nochmal eine andere Sache. Es gab da sicherlich auch Teams, wo andere mit wunderbar klargekommen wären. Das ist logisch. Aber es ist definitiv nicht mehr so OP, wie es noch zu 13 war. Und da bin ich halt wirklich mal gespannt, wie sich das dann ja, so in FIFA 14 zeigt. Ob das noch heftiger wird. Na komm, drück, ja von mir aus nimm auch das andere Trikot. Ey, du musst dich immer entscheiden. Und da bin ich mal gespannt, wie das in 15 ist. Ich gehe davon aus, dass Silber weiterhin schwächer bleiben wird. Wir spielen jetzt hier mit unseren Non-Rare-Jungs gegen ein spanische Liga-Team. Dani Alves, Courtois, dazu Piqué, Ramos, Marcelo natürlich, Xavi, Iniesta, Susaeta ist das, glaube ich, Team of the Season, Aduriz, Team of the Season, Rakitic in Form und Koke in Form. Alles klar. Dann schauen wir mal. So, jetzt, wir haben sogar Anstoß, deswegen können wir hier sehr schön unsere Einstellung vorher vornehmen. Ich bin wirklich mal gespannt, wie sich die Jungs so schlagen werden. So, hier haben wir schon mal Julian Draxler am Bällchen. Und da läuft der Julian auch schon gleich wieder. Aber jetzt hier erstmal drüber gechippt auf Ivan Perisic. Die Jungs sind vorne drin, ich sehe es doch schon. Und da springt, glaube ich, Julian Draxler. Oh, aber schade hier. Ach nee, da ist Draxler. Ah, Draxler hat sich anscheinend dann wieder ein bisschen zurückgemacht, so wie es auch eigentlich sein sollte. Oh, oh, okay, jetzt kriegen wir vielleicht das erste Mal Probleme. Ja, lol. Er macht einen ziemlich crazy Abschluss, muss ich sagen. Aber hier haben wir das erste Mal ein Problem bekommen wegen langsamen Außenverteidiger. Na gut, muss man natürlich sagen, Susaeta ist auch eine abnormale Pace-Bitch. Das heißt, da kriegst du
vielleicht auch mit so Marcelo oder sowas, wenn er ein falsches Stellungsspiel hat, nicht unbedingt, ja, noch ein Fuß dazwischen. Aber da müssen wir mal gucken, wie sich das weiter zeigen wird. Das Problem ist natürlich nur, so wie wir es aufgestellt haben, haben wir natürlich gar keine andere Chance, andere Außenverteidiger aufzustellen. Aber da wollen wir jetzt auch erstmal gar nicht dran denken, wie schon gesagt. Hier erstmal kurz durchgechippt auf Jule. Nein, nicht Jude, was manche denken. Oh, bringen wir mal das Flänkchen hier auf. Ah, hier, Aogo. Aogo. Oh, an den Außenpfosten. Was? Oh, ich dachte schon, jetzt wird irgendwie hier faul gesagt oder sowas. Er hat ja gar nichts gemacht. Ja, war natürlich im Abseits. Aber Aogo, schöne Tschüsschen mit der linken Klebe. Ich muss sagen, irgendwie Draxler und Aogo haben irgendwie die Positionen getauscht, oder? Kommt mir jedenfalls so vor. Koke, Virinha, sehr schön. Komm, lauf, Virinha. Na, kriegen wir den? Ja, kriegen wir natürlich. So, oh, Push-Taste. Und jetzt ziehen wir nochmal einen rüber. Und jetzt kommt die Flanke auf Burak Yilmaz. Was ist los? Da macht der Burak sein Ding. Ich muss sagen, bis jetzt ging, na gut, was heißt relativ viel über die Außen? Wir haben allgemein schon 4 Angriffe gehabt, glaube ich. 2 durch die Mitte, 2 über Außen. Und jo, der 2. über Außen saß dann auch im Netz. Burak Yilmaz köpft das Ding hier in Drogba-Manier in die Maschen. Sehr schönes Ding hier auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal weiter. Führung ist immer gut mit dem neuen Team. So, Burak Yilmaz. Spielen wir erstmal hier raus auf die Seite. Ivan Perisic macht einen schönen Job. Ah, Iniesta macht leider den Weg zu. Dani Alves. Ah, irgendwie, ich muss sagen, die Außenverteidiger rücken meiner Meinung nach zu weit auf. Also das... Oh, da spielt er flach in den Rückraum. Ich habe mit einer Flanke gerechnet, weil er hat da vorne natürlich jo, einen heftigen Kopfballspieler. Burak Yilmaz mit einem Richards natürlich, mit einem Traumpässchen. Schusstäuschung, aber Ramos, nee, doch, Piqué, glaube ich, schmeißt sich dazwischen. So, Eckball vom Schäfer. Kommt, reingeflogen und da kommt. Kurz die Fresse halten. Draxler und Virinha. Oh, müssen wir aufpassen. Ich wusste es. Oh, Foul gibt es sogar. Ey, Gott sei Dank. Ich habe schon gesehen, wir hatten da irgendeinen, der wirklich sich kaum bewegen konnte. Kouyaté war das. Also Dribbling-mäßig gesehen. Oh, Wattenfreistoß. Oh, den müssten wir vielleicht mal machen, ne? Tja, der Yilmaz hat halt keinen Effet. Oh, aber der lässt mich, Alter, der lässt mich hier so krass die Lücke offen. Das müsste eigentlich klappen, oder? Ah, scheiße, jetzt stellt er da noch einen Mann rein. Nein! Nein! Fuck! Ich habe zu lange gebraucht. Ja, das war mal wieder ein typischer Massive. Oh mein Gott. Naja, das ist auch, glaube ich, noch das Beste, was wir hier rausholen konnten, dass wir hier nur eine Ecke bekommen. Ah, da kannst du dir echt nur selber in den Arsch beißen, wie behindert ich bin. Und Kadim Richards kommt hier zum Kopfball und da schmeißt er uns das Ding fast in die Füße. Susaeta, der geht hier wieder auf die Reise. Da habe ich ein bisschen Probleme mit dem. Der ist mir ein bisschen zu schnell. So, will er hier durchchippen. Gleich mit dem Aogo nach hinten gelaufen. Aogo hat eigentlich das Bällchen, hat da aber auch ein bisschen Pech in der Situation. So, Iniesta, Andres Iniesta. Haben wir. Einmal haben wir ihn. Zweimal haben wir ihn. Das ist dann immer Pech, wenn du echt immer die Popbälle zum Gegner immer zurückbekommst. Ist er hier ein bisschen im Dribble-Feeling drinne. Wäre natürlich ganz schön, wenn wir jetzt hier kurz zurück zum Keeper und nach vorne durch. Wenn wir da jetzt mal in schönen Ballbesitz gekommen wären, hätten wir natürlich mal schön kontern können. Jetzt vielleicht nochmal. Na! Dritter am Ball vorbei, aber ist eher abseits. Jetzt muss ich das Spiel erstmal wieder beruhigen. Ja, da hatten wir jetzt auch ein bisschen Pech hier in diesen Situationen, dass diese zweiten Bälle immer wieder zum Gegner gekommen sind. Ich weiß nicht, das sind so... Na, kurz die Fresse halten. Der Pass war nämlich mal richtig scheiße. Und jetzt haben wir natürlich hier offenes Feuer mit dem Ivan Rakitic. Und den bringt er durch auf Adu Riis. Ah, wäre ärgerlich gewesen, aber wäre, denke ich mal, auch meine Schuld gewesen. Weil ich weiß ja eigentlich, dass ich diese Bälle nicht spielen kann. Aber ich spiele sie immer wieder. Und ja, deswegen bin ich auch selber schuld. Dresch. Oh, hier ein... Na, kommt er mit dem Rakitic dazwischen. Aber Burak Yilmaz fängt den Ball ab. Hat dann aber ein bisschen Pech in der Situation. Den dürften wir haben. Haben wir auch. Schäfer gut. Bringen wir ihn auf die Außen. So, drüber gechippt hier. Ja, auch ein bisschen sehr weit. War genau richtig. Draxler ist auch gelaufen, aber es war ein bisschen zu weit.
So, Susaeta auf Rakitic. Der bringt den hier nochmal flach auf Aduriz. Macht auch kaum einen Fehlpass, der Herr, muss man mal sagen. Alter Vater, jetzt mittlerweile muss ich auch ehrlich gestehen, wäre wohl der Ausgleich auch mal gerecht gewesen für den Gegner. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie wieder aufgehört, ein bisschen zu spielen. Ich glaube, ich werde auch gleich mal auf ausgeglichen wieder stellen. Ich kann nicht so richtig Pressing im Mittelfeld aufbauen. Machen wir hier Seitenverlagerung. Ja, auf den Perisic. Und da vorne, ja, der kommt, pass auf. Ah, Draxler, er hatte den Ball schon, aber Dani Alves kommt dann auch noch dazu. Susaeta macht damit seinen Dribblings bisher sehr gut, gefällt mir wirklich gut, weil es bei ihm nicht Schwachsinn ist, sondern er hält mich einfach davon ab, ihm den Ball abzunehmen. Und deswegen, das ist ordentlich, was er da macht. So, Denis Aogo. Ah, spielen wir nochmal. Oh, das ist gefährlich. Er presst jetzt wirklich um einiges besser als noch zuvor. Durch die Zentrale kommen wir fast gar nicht durch und da ist der Ball schon wieder weg. So. Susaeta dürfte nichts werden, wird auch nichts. Wir müssen jetzt mal hier gucken. Also es geht überhaupt nichts mehr durch die Zentrale. Jetzt ist er mal ein bisschen aufgerückt, aber dann muss es halt auch mal schneller gehen. Auf Burak Yilmaz. Da ist Marcelo, dieser scheiß OP-Außenverteidiger, wieder am Start. So, Susaeta hier ein bisschen am Rumtribbeln. Auf Ivan Rakitic. Aogo holt sich das Bällchen wieder. Sehr schön. Ah, da ist die Mitte wieder so eng. So, jetzt mal hier vorne durch. Zu spät gedrückt hier. So. Rakitic auf die Außen. Marcelo chippt dann drüber auf weiß ich nicht wen. Koke. In der Mitte ist aber, glaube ich, kein Großer. Ich glaube, weiß nicht, wer es war, aber auf jeden Fall nicht Aduriz. Denke ich mal. So, Virinha. Und weiter über die Außen. Da kommt natürlich Dani Alves. Ah, da kommt jetzt auch noch wer von hinten. Na gut, da hat er natürlich auch ein bisschen Glück hier, wie er mit Susaeta da eigentlich ein bisschen schwachsinnig reinkrätscht, aber den Ball trotzdem bekommt. 1:0 hier zwar zur Pause, aber das ist nicht so ganz verdient, muss ich sagen. Wir haben gut begonnen, wir sind sogar von der Statistik her vorne, aber das ist auch nur wegen ja, dem Anfang. Die Anfangsphase fand ich ganz gut von uns, wir konnten uns relativ schnell 4 Chancen erspielen, aber dann habe ich relativ nachgegeben, will ich mal sagen. So, Rakitic hier auf der Reise. Das war da ein bisschen zu viel Reise. Musst immer mal einen Rast einlegen, Kollege. Sage ich immer wieder. So, Burak Yilmaz. Kasim Richards läuft und läuft. Oh, wenn der durchgeht, dann ist Kasim Richards vorne durch. Iniesta wieder ein bisschen am Rumfummeln. Hat am Anfang überhaupt nicht gemacht. Aber seitdem er das macht, muss ich sagen, ist sein Spiel besser geworden. Eigentlich... Oh, Reed. Beast. Da musste ich die Grätsche auspacken, aber Reed macht auch eine richtig biestige Grätsche. Ich habe irgendwie echt Probleme, dass ich in letzter Zeit entweder am Ball vorbeidämmel oder unterm Ball durchfliege. Irgendwas passiert in letzter Zeit irgendwie immer. Koke. Rakitic. Habe ich aufs Dribbling gewartet. Kam natürlich auch, aber Kouyaté macht das jetzt ganz gut. Der Ball will nicht raus. Ich glaube, er spielt jetzt auch mittlerweile auf sehr offensiv. Also ich weiß nicht, sonst kann er eigentlich nicht so einen Druck machen. Hat er vorher auch nicht gemacht. So, hier nochmal kurz einen zurück. Draxler zieht durch, bringt die Flanke, der Sweat auf Aogo und der Schalker bringt uns hier das 2:0. Eiskalt ausgekontert, wie gesagt, das ist nicht verdient, aber das ist mir relativ Latte, wenn ich ehrlich bin. Ich will das Spiel ja gewinnen. So, Aduriz will den Lob bringen, dürfte nichts werden, wird auch nichts. Reed ist gut positioniert. Aber da können wir jetzt natürlich hier einige Konter fahren eventuell. Burak Yilmaz, müssen wir mal kurz hier abstoppen. Na, jetzt steht wieder... zu viel von ihm. Na, Aogo. Ist unglaublich, wie eng das Ganze ist. Draxler. Da hat unsere ZM-Kombi aber schon mal hier eine Bude zusammen gemacht. Draxler die Vorlage, Aogo die Butze. So, Kasim Richards. Burak Yilmaz, Schusstäuschung, wirkt nicht so ganz. Und da sollte der Ball natürlich auf Kasim Richards nach vorne durch. So, ah, scheiße, da hätte ich den Ball aber gehabt. Habe ich trotzdem. Na, schlechter Pass vom Schäfer. Ist das Schäfer? Ich verwechsel eventuell die beiden Wolfsburger. Aber ich glaube, Schäfer müsste über links kommen. Puiuiui, noch 30 Minuten hier. Also hier sehe ich sicherlich noch nichts gegessen, weil ich halt hinten ziemlich anfällig war. Und da kann natürlich noch einiges passieren. Dani Alves bringt jetzt die Flanke und jetzt wird er drinne sein, ganz genau. Ja, also ich habe mich schon gewundert.
Ich glaube, es war vor allem deswegen der Fall, dass Arno Ries noch keine Kopfballbude gemacht hat, weil er irgendwie nie drinne war. Aber wenn der Kerl natürlich drinne ist, dann ist logisch. Da kann ich jetzt hier auch, ich glaube, da war ja noch nicht mal ein Innenverteidiger von uns drinne, da kannst du keinen Vorwurf machen. Es war unser Außenverteidiger mit 1,80 und ich glaube, der Arno Ries ist nicht nur unglaublich stark, was den Wert betrifft auf der Karte, sondern, oh, kommen wir knapp durch, sondern auch körpergroß. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß, aber ich glaube, er ist groß. Marcelo fackelt das Ding raus. Ja, hier nochmal auf den Kasim Richards. Legen wir hier nochmal einen nach hinten ab. Und Julian Draxler. Ja, Jule, du alte Sau. Ich danke dir. Du rettest mir hier ein bisschen den Arsch. Ja, da haut er mal so eine schöne Fackel aus 25 Metern oder so rein. Mit gar nicht mal so viel Schussvorbereitung, aber da konnte ich mir auch nicht so viel Zeit lassen, sonst hätte ich wieder den Gegner am Arsch gehabt, weil ich wirklich sagen muss, der Gegner ist verdammt stark. Da muss ich auch mal Props geben und ich finde den Gegner wirklich unglaublich stark. Und da kommt wieder die Flanke, aber diesmal ist Schick Kouyaté drinne. So, jetzt nochmal hier einen weiter. Draxel, nochmal einen zurück. Und ach, scheiß die Wand an, nur weil Aogos versaut. Na, scheiße. Kommen wir vielleicht noch schnell irgendwie am Ball, weil der braucht bestimmt wieder eine halbe Stunde, um ins Tor zu kommen. Leider nicht. Fangen wir eher uns den Konter hier. Reed, spielen wir erstmal zum Keeper. Adrian, spielen wir hier wieder raus, aber da steht noch keiner auf der Seite. Und deswegen jetzt hier gleich den Gegenangriff. Reed, Rakitic. Jetzt ist Arno Ries wieder vorne, muss die Grätsche auspacken. Und jetzt Reed, sehr schön. In Zusammenarbeit hat es dann doch geklappt. Kasim Richards. Und jetzt da vorne durch. Ja, jetzt kommt da Burak Yilmaz. Müssen wir jetzt nochmal zurückziehen. Macht der Burak gut. Stellt den Körper rein. Aber gegen zwei Leute hat er dann keine Chance. Erst der Ramos reißt an ihm rum. Dann kommt noch Dani Alves dazu. So, aufpassen hier. Ivan Rakitic. Susaeta chippt ihn durch auf Xavi. Kouyaté macht das gut. Ah, das war ein schlechter Pass. Wollte ich vorne in den Lauf schicken. Und jetzt Iniesta. Andres Iniesta macht ein bisschen einen auf Tempo-Dribbler. Aber Arno Ries, wenn man sich das... Boah. Ach, das ist Arno Ries. Ich wollte gerade sagen, wie scheiße sein Arno Ries läuft. Aber Arno Ries war der andere. Die letzten 5 Gegentore, die wir gefangen haben, waren 5 Flanken und 5 Kopfballtore. Also wir spielen irgendwie nur noch gegen welche, die gerne flanken, muss ich sagen. Und nicht irgendwie aufs Tor schießen, sondern wirklich eine Flanke nach der anderen bringen. Aber wie gesagt, auch bei ihm kann ich das natürlich wieder verstehen, weil er will das Spiel ja gewinnen. Schöne Ding. Na, das ist ja natürlich meterweit im Abseits. Scheiße, da ist gerade die Abwehr rausgerückt, aber er hat sich leider nicht bewegt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer das war. Aogo oder so. Aufpassen jetzt. Ich will das Spiel hier gewinnen. So. Ah, durch die Mitte klappt es auch bei ihm ehrlich gesagt nicht so. Manchmal versucht das mal mit so einem Lobpass, aber die sind dann eher so ein bisschen nicht getimed. So, hier wieder. Na, wenn du mir den anderen Spieler anwählst, den ich extra aus diesem Grund nach hinten gezogen habe, dann kommen wir hier gar nicht in ein Problem. Jetzt könnten wir aber ein Problem bekommen. Nämlich wenn da hinten, Ramos war es glaube ich, steht. Und ich meine, Piqué und Arno Ries sind jetzt ja nicht die allerschlechtesten Kopfballspieler. So, Piqué hier auf dem Rakitic, schön abgefangen von Draxler. Komm, bring ihn. Bring ihn hier vorne auf Burak Yilmaz. Burak Yilmaz kann das Spiel entscheiden. Muss mit dem Rechten aufs Tor zugehen. Burak Yilmaz, Finesse, drin ist das Dinge. Das Dinge vor allem. Sehr schön. Ich habe erst gedacht, er holt einen Keeper raus. Deswegen bin ich quer nach links gelaufen, weil ich am Keeper vorbeigehen wollte. Aber dann habe ich gesehen, ah, okay, er will einen Keeper drinnen lassen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, ihn auf dem Rechten zu legen. Was ja, glaube ich, Burak Yilmaz sein richtiger Fuß ist. Müsste es sein. So, Perisic. Sieht man nicht so sonderlich viel von ihm im Spiel. Aber vielleicht jetzt hier, Kasim Richards. Können wir mal nach innen dribbeln. Und Kasim Richards holt die Fackel raus. Virinha, Finesse. Aber Courtois ist da. Schade. So, jetzt schickt er nochmal alle nach vorne hier, der Courtois. Und ja, jetzt geht's nochmal nach vorne. Hier auf Marcelo. Was hat er vor? Flankenwechsel, kommt auch durch auf Susaeta. Macht er hier ein bisschen Chili-Vanilli-Dribbling. Aber Reed, was machst du denn da? Von Iniesta kannst du aber nicht einen Ball abluchsen lassen. Geben wir ihm nochmal eine Ecke hier, würde ich sagen. Schätzelein. Courtois stürmt nach vorne.
Komm, jetzt aber kein Eckball gegen Tor, dann wird es nämlich echt nochmal eklig, auch wenn nur eine Minute Nachspielzeit ist. Ne, jetzt gibt's hier nochmal den Konter. Über Reed. Na? Ja gut, Spiel eh abgepfiffen. 4:2 war ein Kampf, aber ich muss mal sagen, man muss in diesem Spiel wirklich beachten, dass der Gegner sehr stark war. In den ersten 10 Minuten, muss ich sagen, habe ich gedacht, ja, okay, vielleicht ist er nicht so pralle. Aber dann hat er irgendwas umgestellt und hat das richtig stark mit seinen Dribblings gemacht. Und es war wirklich ein guter Gegner. Und deswegen bin ich zufrieden. Ich bin wirklich zufrieden mit dem Spiel. Fürs erste Spiel mit den Jungs. Und ja, wir hatten natürlich auch noch einen Ticken Pech sogar. Hier ein schöner Pfostenschuss von Aogo. Und hier das erste Tor von Burak Yilmaz. Ja, war doch ein hübsches Spiel. Jeder durfte mal. Beide Schalker getroffen. Dazu noch Yilmaz zweimal, ne? Yep. Draxler und Aogo noch eine Bude. Torvorlagen gab es eine von Richards, zwei von Draxler, ist auch Spieler des Tages, und eine von Virinha. Jo, ich würde mal sagen, war doch ein hübsches erstes Spiel. Ich meine, ja, wir sind sogar statistikmäßig vorne. Also, es ist jetzt nicht so, dass das unbedingt unverdient ist. Aber es war wirklich ein gutes Spiel. Er hatte halt seine... Er kam durch die Mitte bei mir nicht durch. Das ist schon mal sehr erfreulich. Er kam nur über die Außen manchmal durch. Also die Außenverteidiger könnten eventuell ein kleiner Kritikpunkt werden. Aber da will ich jetzt mal noch nichts zu sagen. Das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Aber er kam halt nur über die Außen durch. Also durch die Mitte hat es irgendwie so gar nicht bei ihm geklappt. Und ja, da hat er halt dann zwei Flanken mal durchbekommen. Und ich meine, wenn da so ein Aduriz drinne steht, ne, müssen wir nicht drüber reden, dass da mal so ein Ding reingeht oder auch zwei. Und deswegen bin ich damit vollkommen zufrieden, dass wir das Ding 4:2 geschippt haben. Ja, Yilmaz, wie man ihn kennt, hat erstmal wieder richtig eiskalt vollstreckt da vorne. Draxler genauso die Position, ja, sozusagen eingenommen, wie ich es mir gewünscht habe. Also auch das sehr positiv. Und da bin ich mal gespannt, wie das in den nächsten Spielen so läuft. Vielleicht nächstes Gameplay machen wir dann mit dem Fred-Team. In den Shop kommen wir leider nicht rein, Jungs, sonst hätte ich nochmal ein Päckchen gezogen mit euch. Aber habe jetzt keinen Bock, kurz auf die Mannschaft zu gehen. Machen wir das nächste Mal. Ich würde mal sagen, das wäre es gewesen. Ja, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt das in die Kommentare und kommt beim Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut. Ciao.